Es ist fast ein neues Bild. Restauratoren entdecken vor Jahren auf einem Vermeer einen übermalten Amor. Die spätere Übermalung von fremder Hand wurde komplett entfernt. Nun ist das berühmte Gemälde erstmals so zu sehen, wie es der Künstler schuf. Alle Übermalungen im Bild, alle Veränderungen von Vermeer selbst stammen, weil er gerungen hat um seine Kompositionen, ein wirklicher Perfektionist war. Aber dann war ziemlich klar, diese Übermalung im Hintergrund hat er selbst eben nicht ausgeführt. Und dann haben wir uns internationalen Expertenrat geholt und dann gemeinsam die Entscheidung getroffen, wir dürfen das abnehmen. Und ich denke, das Ergebnis gibt uns recht. Das restaurierte Meisterwerk steht im Zentrum der bisher größten Ausstellung in Deutschland zu einem der bedeutendsten holländischen Maler des 17. Jahrhunderts in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister.